Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Alter, es ist gerade 0.30 Uhr, ja, aber gut, endlich habe ich diese Hausaufgabe fertig bekommen. Ach, das geht nicht. Das war eine Menge Arbeit. Und jetzt muss ich nur noch eine Informatikaufgabe machen, für welche andere Leute mehrere Doppelstunden brauchen. Oh nein. Ach du heilige Scheiße. Mich würde mal interessieren, wie lange er, kein Akku, wie lange er dann daran wirklich saß, von wann bis wann. Weil ich glaube, es gibt doch ein Limit bei Hausaufgaben, wie viele Stunden man maximal an Hausaufgaben sitzen darf. Hey, Einholzkopf, wie schaffst du es eigentlich, fast jede Woche ein Animationsvideo hochzuladen, obwohl solche Videos extrem zeitaufwendig sind und du nun Schüler bist, der wahrscheinlich nicht bei irgendwelchen Kursen und Animationen genommen hat und solche Videos auf sehr unprofessionellen und ineffektiven Wege macht? Tja, meine Kamera denn die Antwort steht im Titel. Ja. Was für ein Titel? Stopp! Falls manche sagen, ich hätte diese Video-Idee von Weilam geklaut, nein, habe ich nicht. Das hat wahrscheinlich auch keiner von euch gedacht. Aber nur um das klarzustellen, Weilam ist auch ein ganz cooler Animations-YouTuber in Deutschland. Aber ich hatte die gleiche Idee auch schon vorher und wollte die jetzt nicht wegschmeißen, nur weil er die schon gebracht hat. Im Bett liegen ist generell etwas sehr Nices. Man kann über vieles nachdenken oder man kann einschlafen. Wird es diesen Schlummerwecker beim Wecker nicht geben? Ich glaube, ich würde nie aus dem Bett kommen. Man kann sich auch eine Decke schnappen und damit es wärmer ist. Oder auch nicht. Oder auch nur zur Hälfte. Im Sommer. Ein wichtiger Punkt, es ist weich und kuschelig. Aber trotz dieser vielen Vorteile ist mein Schlafrhythmus sehr kaputt. Kenn ich. Ich weiß nicht, wie andere... Vor allem immer damals nach dem Ferien, also in Ferien, tust du deinen Schlafrhythmus halt so übel kaputt machen. Und wenn die Ferien kurz vor Ende sind, frühst wieder raus, ja, du kannst einfach nicht einpennen. Dieses Problem hatte ich so oft nach den Ferien. Ach, das war immer schrecklich. Es hat eine Weile gedauert, bis ich dann meinen Schlafrhythmus wiedergefunden habe. Eltern ihre Kinder zum Schlafen bringen. Manchmal kommt mein Vater einfach ins Zimmer und sagt, es ist spät, geh mal schlafen. Und dann geht er einfach und schläft dann selber weiter. Das ist gut. Mir dann einfach. Bester Vater ever. Ich kann nicht wissen, ob ich jetzt schon schlafe. Und dann mache ich einfach weiter. Aber das passiert aber auch nur so in den Ferien. Einmal ging das aber so weit, dass sich mein Vater dazu entschied, das Internet um bestimmte Uhrzeiten abzuschalten. Im letzten Schuljahr war mein Schlafrhythmus auch so geäfft, dass ich wirklich immer nur 4 Stunden Schlaf hatte und dann den ganzen Tag Schule überstehen musste. Nur um dann, wenn ich zu Hause bin, wieder übelst lange wach zu sein, dass ich wieder nur 4 Stunden Schlaf habe. Ich frage mich bis heute, wie ich das knapp ein Jahr durchziehen konnte. Aber ich glaube, wenn man einmal so dran gewöhnt ist jeden Tag, naja. Ich früher ins Bett ging. Aber ich hatte so meine Tricks. Mein Part am Anfang meinte ich aber nicht, dass ich bis spät in der Nacht animiere und die Videos mache. Nein, nein, nein. Ich arbeite in Animationsvideos am Tag oder halt nach der Schule, wenn ich Zeit habe. Und wenn es dann irgendwann so zwischen 23 und 0 Uhr ist, denke ich mir dann so, ich muss doch 438.209 Hausaufgaben machen. Ich wollte gerade sagen, was ist mit Hausaufgaben? Wir haben sie zwar im letzten Schuljahr nie gemacht, weil uns die Lehrer keine mehr aufgegeben haben, weil wir keine mehr gemacht haben und dann irgendwann dachten sich die Lehrer, es bringt nichts der Klasse Hausaufgaben aufzugeben, weil keiner sie macht und deswegen haben sie uns keine mehr aufgegeben. Die ich zu morgen aufhabe. Ja, ich mach das gleich noch. Oh crap, warum hab ich noch jetzt hingeschrieben? Oh, die Hausaufgaben kriege ich dann so um 0.30 Uhr. Wo ich mich immer bei der Folge von SpongeBob mit der Fahrschule gefragt habe, welche Fahrschule gibt bitte Hausaufgaben auf? Und dann noch solche, dass man ein ganzes Referat schreiben soll. Wo gibt's denn das? Also meiner ist das nicht so gewesen. 1 Uhr fertig und ich bin dann müde AF. Aber kann dann nicht immer sofort einschlafen. Das kenne ich auch. Einzuschlafen, denke ich sehr viel über andere Dinge nach. Über Dinge, die irgendwann mal passieren könnten oder auch passiert sind. Oder auch fallen mir Animationsvideo-Ideen ein. Stand da gerade ApoRed? Heute würde da wahrscheinlich stehen, ApoRed wird... Nee, ApoRed aktiviert Insi-Modus oder ApoRed wird ärmster YouTuber Deutschlands. Oder auch einzelne Punkte, die ich in einem Animationsvideo nennen kann. Fun Fact, diesen Punkt habe ich mir auch in dieser Zeit ausgedacht. Ich weiß zwar nicht, in welcher Position ihr einschläft, aber ich schlafe eher auf der Seite. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, aber wenn ich auf dem Rücken liege und einschlafe, fühlt sich so weird angespannt an, als würde ich gerade in einem fucking Sarg liegen. Und na gut, so schlimm nicht, aber ich kenne das. Auf dem Rücken kann ich wirklich selten einschlafen. Das kenne ich. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Manche, die legen sich einmal kurz auf den Rücken und sind 5 Minuten später sofort eingepennt. Ich frage mich, wie die das machen. Aber gut, manche fragen sich bestimmt, wie man das auf der Seite macht. Krasse Geschichte. Alles, was man so sieht, ist einfach nur die Zimmerdecke. Ich weiß auch nicht, ob es... Es ist dunkel, ich sehe gar nichts, wenn es dunkel ist.
gibt, die auf dem Bauch schlafen, aber das ist für mich ja irgendwie schwierig zu atmen, wenn mein Bauch auf dem Bett liegt und das Kissen direkt vor meinem Gesicht ist. Oder ich verstehe nicht... Nee, wenn ich auf dem Bauch liege, habe ich mein Gesicht zur Seite. Das wäre ja schlimm, wenn ich dann einfach so hier mich hinlege auf dem Bauch und dann platsche es Kissen voll ins Face. Wie man so richtig einschläft. Im besten Falle schlafe ich innerhalb von 20 Minuten und im schlimmsten Falle in einer Stunde ein. Beim Schlafen beginnt es aber dann mit dem Träumen. Viele von euch können sich wahrscheinlich nicht an ihre Träume erinnern, nachdem sie aufgewacht sind, und können sie auch nicht kontrollieren, was, glaube ich, auch ganz normal ist. Na ja, man muss es trainieren, aber man kann Träume kontrollieren. Habe ich auch schon mal geschafft, aber es ist wirklich extrem schwer, in so einen Klartraum reinzukommen. Was ich immer geil finde, ist, wenn du kurz vor dem Einschlafen bist und die Traumbilder schon, während du halt noch wach bist, schon vor dir siehst. Und die dann zu halten, weil die Gedanken sind dann einmal beim Wach und einmal im Traum. Und dann ist es so, ich muss den Traum halten, ich darf jetzt nicht aufwachen, ich darf mich für nichts ablenken lassen. Ja, ja, bau dich weiter auf, bau dich weiter auf. Und dann kann man so leicht andere Dinge mit in den Traum einschlafen. Spielen, so das zum Beispiel, was weiß ich, jetzt ein rotes Auto langfährt, weil Farben sind im Traum auch nicht immer zu erkennen. Aber so ein random Typ aus meiner Klasse hat mir dann auch so gesagt, ja, ja, ich versuche gerade so meine Träume zu kontrollieren, was voll cool ist, bla bla bla, und da kann ich irgendwie Instrumente üben und fliegen und Bitches. Und anscheinend gibt es ja etwas namens... Wer träumt denn, um Instrumente zu üben, Alter? Luzides Träumen. Ja, genau, das ist das ein Klarträumen. Mir hat auch mal so ein anderer Freund von mir gesagt, ja, bla bla, ich habe versucht, luzid zu träumen und ich habe es auch irgendwie geschafft, aber es war nach kurzer Zeit instant wieder vorbei. Das passiert auch, weil wenn man in so einen Klartraum reinkommt, kann ganz schnell passieren, dass man dann wieder rausgeschmissen wird, wenn man merkt, oh, das ist ein Traum. Das Ding ist halt mal, wo ich in so einem Klartraum war, ich konnte halt auch so rumfliegen. Ich glaube, das ist das Erste, was jeder macht. Ich bin erst mit so einem Auto rumgefahren, mit so einem SUV, mit so einem übelst krassen Truck oder was das war. Und dann bin ich ein bisschen rumgeflogen und dann irgendwann konnte ich nicht mehr fliegen. Ich musste immer zweimal springen, damit ich fliegen konnte. Und irgendwann ging das nicht mehr. Ich bin dann halt immer auf die Fresse geflogen. Und das war dann der Punkt, gleich ist wahrscheinlich die Nacht zu Ende und ich wach wieder auf. So war es dann auch. Das war krass, weil da war Dr. Watson. Alter, das klingt nice. Wow, erstmal ausprobieren. Und ich habe das mein nie hat geschafft. Nicht an. Wie es aussieht, ist es wichtig, sich selbst immer zu fragen, ob man gerade schläft oder wach ist. Und sich immer... Soll auch klappen, hat bei mir aber noch nie funktioniert, ehrlich. Das hat bei mir noch nie funktioniert. Genauso das, wie man immer auf die Uhr schauen soll. Ja, gut, okay. Aber mach das mal einen Traum, wenn du nicht weißt, dass du träumst. Was es noch für Trick gibt, ist, sein Körper vor dem Hirn einschlafen lassen soll. Das ist aber auch schwierig. Nachdem man aufgestanden ist, aufzuschreiben, was man geträumt hatte. Damit man damit wieder auftretende Ereignisse im Träumen wiedererkennen kann. Ich hatte so ein übelst langes Traumtagebuch. Wait, ich träume. Oh, Scheiße. Ich habe mir für eine Zeit die Träume aufgeschrieben, also vielleicht 4. Und ich habe irgendwie gar... Toll, 4. Ich hatte fast ein ganzes Buch voll, ey, bis es dann endlich mal geklappt hat. Weil es wird dann wirklich immer mehr, wenn man sich die aufschreibt. Und irgendwann wird es dann immer mehr, was man schreiben muss, weil man sich immer mehr merken kann. Auch Details muss man sich aufschreiben, wie zum Beispiel der Himmel aussah, weil im Traum erkennt man kaum einen Himmel. Keine Zusammenhänge erkannt. Und ich habe diese Liste auch verloren. Trotzdem ist mir aufgefallen, dass ich mir, wenn ich mitten am Tag einschlafe, die Träume viel besser merken kann, das als stimmt. Bei normalen Nachtschläfen. Das stimmt, das stimmt wirklich, das kenne ich auch, das ist bei mir auch so. Mal ein Format machen, in dem ich einfach diese random Träume erzähle und animiere. Ich glaube, das wäre ganz cool. Hat er auch nie gemacht, ne? Sehr random. Aber Kurt Müller hat das schon gemacht. Was, echt? Okay, dann halt nicht. Fun Fact, Mann. Diese Szene... Ja gut, aber jeder hat andere Träume, Mann. Das ist doch geil. Das könnte ich auch mal machen. Junge, da würde so richtig viel Scheibe bei rauskommen. Am Anfang ist wirklich passiert. Und bei der Informatik. Ich muss mal in mein Traumtagebuch gucken und dann gucken, ob ich daraus als Short-Animation machen kann. Das wäre eigentlich eine coole Idee. Ausgabe hatte ich eine 1- und damit die beste Note von allen in meinem Kurs. Yeah. In den Ferien bin ich öfter mal fast die ganzen Ferien lange jeden Tag um ca. 12 bis 13 Uhr aufgestanden. Und mir war es eigentlich egal. Wenn ich später aufgestanden wäre, wäre es halt weird, wenn ich dann erst aufwachen würde, wenn der Rest meiner Familie schon Mittag ist. Trotzdem denke ich, dass... So ging es mir auch eine Weile. Junge, ich musste dann immer alleine essen, aber es hat mich nicht gestört. Ich konnte dann halt in mein Zimmer essen und weiter am PC chillen oder so. Dass ich, wenn ich keine Pflichten habe oder keinen Grund habe aufzustehen, extrem lange im Bett bleiben könnte und mir denken könnte, wow, es ist 15 Uhr und ich habe schon... 8.492 Stunden geschlafen. Boah! Mann, what aber es ist so weich und warm. Wo hat der die Zeit her, Mann? Was sind das für lange Ferien? Hier.
Na gut, wie lange? Aber während der Schulzeit. Ich muss um 7 Uhr aufstehen, ob ich will oder nicht. Mhm. Und immer wenn ich während der Schulzeit um 0 Uhr erst ins Bett gegangen bin, was... Ich musste um 6 Uhr aufstehen, weil ich um 7 Uhr mit dem Bus fahren musste. Eigentlich sehr oft passiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich es bereue. Ich bin aber auch so nicht die Person, die Kaffee trinkt, um den Tag zu starten. Mag ich überhaupt nicht. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die ohne ihren Kaffee am Morgen komplett verloren sind. Trinken die eigentlich Kaffee am Morgen? Kenn ich auch welche? Würde mich mal wirklich interessieren. Aber für mich ist Kaffee sowas halt so für Erwachsene. Ich mag Kaffee überhaupt nicht. Und ich als typisches Random-Kind noch nie finde Kaffee auch noch ziemlich bitter. Aber ja, fand ich als Kind auch, finde ich heute aber auch noch. Also da hat sich geschmacklich bei mir nichts verändert. Bei Bier war das schon anders. Früher als Kind fand ich Bier so ekelhaft, dass ich gesagt habe, ich werde niemals Bier anrühren. Naja, als Jugendlicher hat es dann geschmeckt. Liebe den Geruch von Kaffee und Kaffeebohnen. Der ist super, super nice. Dann gibt's aber auch Nächte, in der man alle Punkte in diesem Video hier komplett auslässt. Und zwar durchmachen. Es gibt sogar manche Leute, die sagen, dass durchmachen bedeuten würde, dass man nach 24 Uhr oder halt nach Beginn des nächsten Tages erst einschläft. Aber nach dieser Logik würde ich eigentlich so gut wie jeden Tag durchmachen. Das stimmt eigentlich. Also mit durchmachen meine ich... Durchmachen ist bei mir immer gewesen, die komplette Nacht durchmachen. Und dann irgendwann, wenn ich dann Bock habe, Nachmittag pennen zu gehen. Aber das Problem ist, dabei wird der Schlafrhythmus dann nochmal extrem geäfft. Die ganze Nacht durchmachen, beziehungsweise einfach länger als 24 Stunden am Stück wach sein. Ich glaube, manche Leute nennen es auch All-Nighter. Und ich habe in meinem gesamten Leben erst oder schon zweimal die ganze Nacht nicht geschlafen. Oh, das habe ich schon öfter gemacht. Bei den beiden Malen war es bei Filmabenden, Übernachtungen, Nächten. Beim ersten Mal, wo ich die Nacht durchgemacht hatte, hatten wir nicht zwei Filme geguckt und auch nicht drei und auch nicht vier. Wir hatten 7 Filme geguckt. Und das am Stück. Ganz Harry Potter als ich dann nach Hause kam, fühlte ich mich gar nicht müde. Wahrscheinlich fühlt es sich auch nur so an. Kenn ich, ja. Das ist so, wenn du draußen bist, dann bist du wieder hellwach durch die Sonne und alles, tankst du wieder Energie und denkst dir, heute muss ich gar nicht pennen. Kaum bist du zu Hause, setzt dich hin und dann so, ich muss jetzt pennen. Mein Körper war müde. Frank Vater hat mir noch so gesagt, ja, geh mal schlafen. Du hast gar nicht geschlafen. Du brauchst das. Du bist müde. Nein, ich bin nicht müde. Ich will nicht schlafen. Ich habe mir mal damals mit einem Kumpel gedacht, komm, lass uns bei uns um den ganzen See mal laufen. Als hier noch alles rund um den See Baustelle war, wo es noch nicht mal Wege gab, richtig, außer Schotterwege, dachten wir uns, komm, lass uns mal um den ganzen See rumlaufen. Komplett einmal rumlaufen. Mit dem Fahrrad kein Problem. Chillig. Gut, manche Schotterwege waren richtig Scheibe, aber sonst chillig. Nach 11 Stunden waren wir wieder zu Hause. Wir sind um den ganzen See gelatscht. 11 Stunden lang sind wir gelatscht, Alter. Und das haben und auch die Füße gemerkt. Und ab da kann ich mich auch nicht so gut erinnern, aber mein Bruder hat mir erzählt, dass ich da geschlafwandelt bin. Er sagte, ich hätte irgendwie so ein Buch mitgenommen und wäre zum Esstisch gelaufen und hätte einfach die ganze Zeit auf mein Essen rumgestochert und einige Fragen, die meine Familie mir gestellt hat, beantwortet, woran ich mich sogar ein bisschen erinnern kann. Trotzdem ist es sehr selten bei mir, dass ich schlafgewandelt bin und ich kann mich auch nicht an einem anderen Mal erinnern, in der das passiert ist, nachdem ich richtig aufgewacht bin. Na gut, können sich Schlafwandler eigentlich selber daran erinnern, dass sie schlafwandeln? Ich glaube nicht, oder? Also wüsste ich selber nicht mal, ob ich schlafwandel, wenn es mir keiner sagen würde, oder? Krass. Wacht bin, habe ich mich dann irgendwie schon wieder mit jemand anderem. Irgendwann wachst du in einem fremden Haus auf einmal auf, weil du dahin gewandelt bist. Der auch beim Filmabend war, auf so einem Spielplatz verabredet. Und wir haben so darüber geredet, ob er auch eingeschlafen ist. Und das ist er auch. Wir haben dann auch so über Games geredet und so gesagt, yep, das machen wir nie wieder. Und das war schon heftig mit so vielen Filmen. Das habe ich auch so oft gesagt. Bloß, wir haben halt keine Filme geschaut, wir haben WoW gezockt. Wir haben uns gedacht, heute ballern wir 24 Stunden einfach nur World of Warcraft durch. Und das haben wir nicht nur einmal gemacht, das haben wir sogar ein paar Mal gemacht. Das haben wir sogar damals bei MW3 gemacht. Da haben wir uns gedacht, ist das? Lass uns doch einfach mal 24 Stunden MW3 durchballern. Einfach leveln ohne Ende und ein paar Waffen auf Gold bringen. Das haben wir auch gemacht. Es hat echt Fun gemacht. Beim nächsten Filmabend/Übernachtung/Nacht haben wir es schon wieder getan. Das ist der Grund für meinen schlechten Schlafrhythmus, nur meine heftige Prokrastination. 24 Stunden Filmabend nur machen könnte ich nicht. Da würde ich bestimmt einpennen. Außer die Filme sind so ultimativ spannend, dass du nicht einpennen kannst. Aber ich glaube, nee. Wenn ihr euch jetzt denkt, ach, der Holzi macht es ja auch, deswegen kann ich es auch machen. Nein. Falls ihr etwas machen müsst, macht es lieber sofort.
Und auch wenn es jetzt komisch ist, dass genau ich das jetzt sage. Ich sage immer, was du heute kannst besorgen, verschiebe stets auf morgen. Leute, macht es einfach besser, als ich das mache. Na, schon und zu spät bei mir. Und jetzt lese ich euch noch ein Erfolg von Schlafmangel von der erstbesten Seite, die ich auf Google darüber gefunden habe, vor. Und zwar von der Seite Brigitte. Na, super. Eine Frauenzeitschrift. Na, super. Noch eine Nacht führt es zu mehr Hunger und man ist... Das hört sich dann nach so einem unseriösen Klatschblatt an. Mehr Ungesundes, man hat ein höheres... Das ist genauso, kennt ihr das, wenn ihr von irgendwas eine Bewertung lesen wollt, von jetzt zum Beispiel, ich wollte mir jetzt zum Beispiel eine neue Küche kaufen und wusste nicht, in welches Möbelhaus ich gehen soll. Welches gut ist, welches gute Qualität bietet, weil ich möchte keine Küche haben, die nach einem halben Jahr schon wieder zusammenbricht. Und da habe ich mir bei Google ein paar rausgesucht, welches beste Möbelhaus Deutschlands ist, welches bietet Qualität, aber wo ich für eine Küche nicht 50.000 Euro hinlegen muss. So viel habe ich zwar nicht mal, aber ihr wisst, was ich meine. Das Ding ist, jede Seite schreibt was anderes. Und es kommt mir immer so vor, als wurde die Seite von dem Möbelhaus bezahlt und die Seite wurde von dem Möbelhaus bezahlt, um da die besseren Bewertungen zu machen. Jede Seite hatte wirklich anderes als gut bewertet. Das eine war, bei den einen war mal Roller ganz unten, dann war Roller plötzlich auf dem dritten Platz. Bei den anderen war dann, wie heißen die, Poco auf dem vierten Platz. Der eine war auf dem ersten Platz dann plötzlich. Immer was anderes. Du kannst dich auf keine Bewertung mehr verlassen. Man sieht schlechter aus, man kann leichter erkältet werden, man verliert Hirngewebe, man ist empfindlicher und emotionaler, man kann sich schlechter konzentrieren. Das und nach einer Weile führt es dann... Habe ich bei COD gemerkt, ja. ...dann zu Erhöhung des Darm- und Brustkrebsrisikos, höhere Anfälligkeit für Diabetes... Was? Ich bleib nie wieder wach. ...Verringerung der Spermien bei Männern... What the fuck, ich dachte, das wäre eine Frauenzeitschrift. Höheres Risiko für... So was lesen Frauen nun mal. ...Herzkrankheiten, erhöht das Sterblichkeitsrisiko, höhere Anfälligkeit von Übergewicht und Vervierfachung des Risikos, einen Schlaganfall zu bekommen. Ich bleib eindeutig nie wieder wach. Oh, es wird ernst. Jo Leute, das war wieder ein neues Video von mir. Es war echt chillig, also viel mit mir zu identifizieren, ja, bestimmt einige da draußen von euch auch. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.